Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition. Wir sind auf dem Weg jetzt nochmal gedreht zum Kriegsrat, weil neue Aufnahmesession. Wir müssen dann mal eben schnell die Aufträge abholen, weil die Zeit läuft ja weiter, auch wenn wir aus dem Spiel rausgehen. Deshalb möchte ich mal kurz eben abgrasen. Wir werden auch nicht viel Zeit dabei verlieren. So, Verzauberstab. Das Urteil, das ewige Streben nach mehr. Wir stehen euch zu Diensten. Setzen wir Josephine mal einfach hin. Pflicht oder Wahrheit, das Finale. Dann wollen wir doch mal sehen. Es hat jetzt einfach, übrigens, weil ich jetzt gerade die Sachen vorlese, es hat sich irgendwie ergeben, dass, klar, es ist sehr viel Hintergrundstory da drin, aber Inquisitor. Die meisten Sachen davon sind absolut irrelevant. Leider. Was auch sehr traurig ist. Weil dann hört man zwar mal die Geschichte, man liest das mal durch, aber es ist total irrelevant für den Gesamtfortschritt, für die. Also klar, man kriegt einen Plan irgendwo mal, jetzt wie hier mit dem Verzaubererstab, etc., etc. Aber so passiert ja nichts. So, jetzt machen wir aber das Urteil, was wir letztes Mal eigentlich am Ende der Folge schon machen wollten. Und dann hat einfach die Zeit nicht mehr gereicht. Schauen wir mal, wer da ankommt. Herrin Poulain aus Sarnia ist angeklagt, den Roten Templern in den Dales Unterstützung und Beihilfe geleistet zu haben. Sie hat ihnen gegen eine ansehnliche Summe einen Steinbruch verkauft, in dem sie durch die Versklavung von Dorfbewohnern rotes Lyrium züchteten. Der einzige mildernde Umstand ist, dass Herrin Poulain Vorräte beschafft hat, um die verbliebenen Dorfbewohner zu ernähren. Wenn ihr eure Absichten erklären wollt, bitte. Mein Verbrechen war, dass ich die Lage falsch eingeschätzt habe. Der Verkauf meines Landes sollte in schweren Zeiten für Wohlstand sorgen. Euch muss doch klar gewesen sein, dass ihr es an den Feind verkauft habt. Wir waren am Verhungern und sie sagten, sie würden die Minen wieder in Betrieb nehmen. Den Steinbruch derart überstürzt zu verkaufen, war ein Fehler. Aber ich habe getan, was ich konnte, um ihn zu korrigieren. Was hat sie denn getan, um das zu korrigieren? Boah, Tod oder Geld nehmen. Ich bin einfach mal arschig heute. Ab ins Elend. Die Roten Templer sind die erklärten Feinde von Orlais. Niemand am kaiserlichen Hof stellt das in Frage. Und die Strafe für Hochverrat ist der Tod. Nein, bitte! Alles nur das nicht! Ich flehe euch an! Nein! Tja, für so eine dramatische Situation war es ja doch ganz entspannt. Das war die Quartiersmeisterin. Ich bin auch am Überlegen, wo war denn überhaupt. Früher wusste ich, wo die Dame war, die Getränke herstellte. Heute bin ich da ein bisschen überfragt gerade. Die Krypta müssen wir dafür nicht. Euch wurde eine Aufgabe gestellt, Inquisitor. Hier ist sie. So, eben mal Forschung abgeben. Ja, Dorian, mit dir muss ich ja auch noch zu der Schenke und gucken, wer da mit dir kommunizieren will. Das ist der gleiche Brief wie immer. Ein tiefer, ne? Dann konnte ich irgendwie auf die Brüstung noch raus.
Da ist die Tür, die ich gesucht habe. Ja, Vivian, ich weiß, dass du hier rumstehst. Das ist echt schlimm eigentlich. Ich kenne mich in meinem eigenen Reich nicht aus. Hier können wir auch jemand wieder aufräumen. Ach, guck mal. Hatten wir ihn schon untersucht? Von was müssen die anderen denken, dass ich jetzt einfach hier auf dem Dach rumrenne? Egal. Wir wissen ja, dass wir eigentlich was noch zu tun haben. Und zwar können wir in der Imprie de Lyon. Du Lyon. Müssten wir ja noch in die Gebietskarte rein. Und dann müssen wir mal schauen. Nein, nicht Gebietskarte. So, rein da. Und wir können jetzt über die Brücke. Ja, das ist ja Quartiersmeister. So, der Einsatz da ist abgeschlossen. Dann können wir ja hierhin reisen diesmal. Und jetzt sollte die Brücke auch aufgebaut sein. Wir haben uns ja darum gekümmert. So, nehmen wir Blackwall mit. Vivienne, Solas wieder, wie sonst auch. Bestätigen unsere Combo. Und können auch immer schauen, was jetzt unsere Schadenswerte sind. Da sind wir letztes Mal auch nicht zugekommen. Oder vertue ich mich jetzt? Nein, wir sind letztes Mal nicht dazu gekommen. Müssen wir jetzt machen. Beweg dich, Ladescreen. Ich versuche mal ein bisschen Tempo zu machen. Mir ist heute mal, dass ich einen spürbaren Fortschritt erziele. Und wenn ich dieses Gefühl habe, wie letztes Mal, oh, meine Güte, jetzt haben wir 25 Minuten hier rumgesessen und haben Rüstung gemacht. Boah. Genau, geht durchs Tor, dann kann ich wieder aufsitzen und kann wieder losreiten. Und da kann ich auch nicht verstehen, wie das in Tests nicht auffallen kann. Man macht doch dann, ja, wir questen jetzt hier die ganzen Quests durch in unserem Gebiet, testen das und dann schauen wir einfach mal, da oben ist übrigens der Drache geflogen. Moment mal. Sag nicht, es gibt hier zwei Drachen. Ich würde mal sagen, wahrscheinlich ist das da drunter. Was haben wir als nächstmögliches hier? Eine Sehenswürdigkeit.
Hector im Augenblick seines Todes. Hector ist einer der Geweihten der Kirche. Er war zu Andrastes Lebzeiten Lord von Nevara und einer der treuesten Anhänger der Prophetin, als Maverus Andraste verriet und die Tiviterianer sie in Hectors Feste in Nevara gefangen nahmen, soll Hector verschiedenen olesianischen Legenden zufolge versucht haben, sie zu beschützen, woraufhin er von Pfeilen durchbohrt wurde. Er überlebte noch lange genug, um mit ansehen zu müssen, wie Andraste von den Soldaten Tiwinters fortgeschleift wurde. Dieses spezielle Werk zeigt Hector als jung, gut aussehender Mann in liegender Haltung, die angesichts der dargestellten Situation von vielen als unpassend empfunden wird. Einige Kritiker der Statue führen an, Hector scheine eher eine liebende Willkommen zu heißen, als über den Verrat an seinen Propheten zu trauern. Das andere unentdeckt wird ja wahrscheinlich da oben dann. Hier im Kolosseum sein. Da vorne ist ein rotes Lyrium-Mistvieh. Oder Etiennes Ring. Hört sich übrigens an, als wenn ein Drache da drin wäre. Also von der Lautstärke der Stufen, Hevanal. Da bin ich gerade ein bisschen neugierig erstmal. Geh weg. Den try ich jetzt nicht. Den try ich nicht als ersten Gegner, nachdem ich meine Waffen geupgradet habe. Aber schön, dass wir ihn schon mal gesehen haben. So, verhöhnt. Au. Ich habe das Gefühl, dass insgesamt gerade schon ein bisschen mehr Damage rumkommt. Wir haben ja auch Black Voids Angriffswaffe verändert. Oder hier, guck mal, 400 Schaden mit dem kritischen. 500, 600 Schaden. Was will man mehr? Also für einen normalen Schadensoutput ist das ja nicht verkehrt. Vor allem, wir wissen, es geht noch mehr. Und Blackwall kriegt seinen Bonus auf jeden Treffer, dass der plus 2 Block kriegt. Haut da also auch ordentlich rein. Ah, da können wir den nächsten Splitter aufspüren auch noch. Wenn wir danach einmal hinkommen, machen wir erstmal die Risse einfach. Auf jeden Fall ist das Gebiet ziemlich schwer zu erkunden, sagen wir mal. Ich habe mich schon verirrt eigentlich. So, jetzt die Frage, wo gehen die überhaupt hin? Komm her, höherer Schatten, Kamm. Boah, 5700 Schaden. Mit einem Schuss. Auf nimmer Wiedersehen. Boah,
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die KI ein bisschen überfordert ist, so vom Denken her. Mir hier hinzufolgen, beziehungsweise hier oben hinzufolgen. Wieder verlangsamen, da ist der Drache wieder über uns geflogen. Ich treffe irgendeinen Gegner da unten. Aber auch schon an so eine Stelle nur Nahkampfgegner zu setzen. Und ich stehe dann hier und mache den Ärger. Dam, 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 da, dam, da, dam. Na komm, stirb. Der Drache hier drüber irritiert mich echt unglaublich. Solas, glaubst du, du kannst vielleicht einen von hier oben trotzdem bannen, auch wenn das jetzt ein bisschen doof ist von der Distanz? Hm. Moment, Solas ist der falsche Ansprechpartner dafür. Sie wäre der Richtige, aber sie ist am anderen Ende der Welt. Wird irgendwie festgehalten. Ich gehe jetzt hier runter, Arschlecken. Ah, jetzt sind noch meine Kollegen da. Endlich. Jedenfalls einer, da sind zwei. Haben auch genug exploited. Ah, da bist du ja. Dämon der Angst. Ich wollte gerade nach dir suchen. Solas schwebt im gleichen Tempo wie ich hier runter. Ach, wisst ihr, warum das ist? Durch die Zeitverlangsamung, es ist nämlich gar nicht so, dass die Charaktere gebeamt werden. Die werden einfach so schnell wie möglich zur nächsten, also zur Stelle hier unten hingezogen. Oh, ich häng schon wieder. So, mach mal schön Aua. So, den nächsten Platz. Na komm, es macht den platt einfach. Und eigentlich ist er das Problem. Vor allem verlief alles ganz normal. Und plötzlich müssen wir hier drei Truppen Gegner töten. Ach, dann ist ja noch einer. So, das war's jetzt aber. Riss zu, Klappe zu, Affe tot. Jetzt haben die auch noch alle ab. Level up. Was fällt ihnen ein? So, ihn hatten wir komplett ausgebaut an der Stelle. Hier würden wir gerne
den wilden Stier nicht machen. Aber Bonus auf Block setzen wir bei ihm ein, bei Blackwall. Gehen wir mal zu Solas. Solas ist ja jetzt Feuerbrunstmagier. Da war der aber komplett durch. Ja, da gibt's nichts mehr. Was soll er jetzt noch machen, ne? Jetzt kann er noch eine Barriere dazulernen. Vivienne lädt noch den Geistschlag dazu und gut ist. Du trinkst nochmal einen Trank, danke. Oh, stimmt. Noch vom Riss. Ring der verbesserten Herausforderung. Reine Blitzrune, beziehungsweise, da lag noch was. Ah ne, das ist Kräuterkram. Den lassen wir einfach mal liegen. Die Himmelsfeste. Wie habt ihr sie gefunden? Sabina kämpfte gegen Dorns Griff an, aber er hielt sie fest. Loslassen, Schurke, keuchte sie und versuchte, ihren Arm frei zu bekommen. Ich bin Sabina Voilier, Prinzessin von Starkhaven. Ich lasse mich nicht von einem niederen Barbaren aus Ferelden misshandeln. Dorn presste einen Finger auf Sabinas Lippen. Seid still, zischte er. Sie werden euch hören. Sabina folgte seinem Blick und sah die verhüllten Assassinen der Hand des Vergessens, versteckt in den Dachbalken der großen Kathedrale. Sibians Knie gaben nach. Sie fiel gegen Dorns stattliche Brust. Sie werden mich töten, schluchzte sie. Dorn sah Sibina tief in die Augen, die jetzt voller Tränen waren. Nicht, wenn ich es verhindern kann. Indem ich sie suchte. Jetzt klingt ihr schon wie Cole. Diese Welt ist voller Wunder für jene, die nach ihnen suchen. Genau, nimm mal eben den roten Templer damit. Beziehungsweise die Truppe von denen. Na komm. Au! Naja, immerhin werde ich sofort wieder belebt. Ich will jetzt gerade auch keinen Trank verschwenden. Dann müssen wir mich nachher wieder laufen, da habe ich gar keine Lust drauf. Ich knall lieber nachher alles rein einfach. An Special-Angriffe und Zusatzfähigkeiten, wenn wir jetzt den zweiten Riss schließen. Weil ist er auch einfach ein bisschen besser positioniert als der letzte. Das würde ja schon echt sehr viel helfen. Reines rotes Lyrium. Und der Turm ist zu. Leontine ist Seneschal, die Statue, die die Sonnenbecken schmücken, zeigen Havard den Aegis des Glaubens und Jünger Andrastes, wie er die Asche der Prophetin in Sicherheit bringt. Als Großherzogin Leontine den Auftrag erteilte, diese Statuen anzufertigen und sie um die heißen Quellen herum aufzustellen, empfahl sie dem Bildhauer ihren Seneschal Bellamy als Modell zu hauen. Gerüchten zufolge war Bellamy Leontines Geliebter und sie wünschte ihn jedes Mal, wenn sie den Kopf wandte, in heldenhafter Gestalt vor sich zu sehen. Leontine gab mindestens 100 dieser Statuen in Auftrag. Na super. Und wenn er einen dann verlässt oder platt macht,
Wir sind in der Nähe eines weiteren Artefakts. Sehr schön. Ein anderer Drache. Und den müssen wir töten, um die letzten Scherben hier zu kriegen. Ist aber gefickt eingeschädelt. Oh, den einen haben wir ja hier hinten gefunden. Dann war da noch ein Drache jetzt. Moment, geht mal aneinander, weil ihr regeneriert dann mehr. Weil die Leute in der Umgebung kriegen ja auch was vom Regenerationstrank jetzt ab. Haben wir ja verbessert. So, vorwärts. Tja, aber wie es dann weitergeht, leider erst beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dragon Age Inquisition. Bis dahin, tschöle, euer Doc.